Wenn wir aber natürlich von Planung und schnellerem Bau von Projekten reden, dann müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch sehen, dass wir eine deutliche Zunahme insbesondere des motorisierten Personenverkehrs haben. Und das Thema ist schon angesprochen. Und ich bin dem Minister sehr dankbar, dass er es sich ganz offenkundig zu einem Herzensanliegen gemacht hat, nämlich die Aus- und Nachrüstung von LKWs mit Abbiegeassistenten. Ich habe selber in meinem Wahlkreis einen tragischen Fall auch in diesem Frühjahr wieder erlebt, wo eine junge Mutter vom LKW erfasst und getötet wurde, weil sie im toten Winkel war. Ich weiß von einigen Kollegen, dass sie eben solche Betroffenheiten hatten. Und es ist richtig, dass wir hier mit ordentlich Haushaltsmitteln reagieren. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass wir uns dazu auch committed haben. Es muss aber jetzt auch die europäische Ebene folgen, denn nur allein für deutsche LKWs reicht es halt nicht, sondern alle LKWs, die bei uns fahren, brauchen diese notwendige Technologie, um auch der Vision Zero, der wir uns verpflichtet haben und fühlen, auch noch eine Ecke näher zu kommen. Daran gilt es weiterzuarbeiten. Der Verkehrsminister hat hier auf europäischer Ebene unsere volle Unterstützung.